Hallo Lichterwelt, Foto- und Videofreunde. Heute gibt es mal ein etwas anderes Lichterwelt-Video von mir. Und ich nenne es mal so ganz spontan Lichterwelt kritisiert. Wie ich auf den Namen komme, ist ganz einfach. Ich bin hier gerade eine Woche oder nicht ganz eine Woche, 6 Tage in Höja gewesen. Morgen geht's nach Hause. Hatte eine Ferienwohnung über Nova Sul gebucht und auf Deutsch gesagt, ich habe komplett ins Klo gegriffen in der Unterkunft. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Kurz nachdem ich hier angekommen bin, in der Ferienunterkunft, ging ja das Desaster dann schon los. Und ja, was soll man dazu sagen? Und da dachte ich mir, hey, ich bin Lichterwelt Thomas, ich bin viel unterwegs, ich habe schon viele Unterkünfte gehabt, Hotels, Ferien, Häuser, etc. Und so scheiße war es noch nie. Und dann mache ich einfach mal ein kleines Video darüber, dass die Leute gewarnt sind, falls sie das buchen wollen. Das einzige Idyllische hier ist das Vogelgezwitscher. Ja, das strahlt Ruhe aus. Aber dann hört der Spaß hier auch schon auf in der Unterkunft. Kommt mit auf meine kleine Tour durch die Unterkunft und ihr werdet staunen, ihr werdet sowas vielleicht selbst schon mal erlebt haben, ich hoffe nicht, aber ihr werdet staunen, was es alles zu erleben gibt. Ja. Viel Spaß bei diesem kleinen Film, teilweise mit Ekelfaktor. Skål! Das ist die Ferienanlage in Höja, Emmerlev Klef Nummer 6. Hier, wo mein Auto parkt, davor ist dann meine Unterkunft. Ich war positiv überrascht, ich brauchte keine Treppen steigen, es ist unten im Erdgeschoss. Man hat einen Blick auf die Nordsee von der Terrasse und laut Beschreibung ist die Badestelle 200 Meter entfernt. Hier sieht man es jetzt auch. Stand ja beschrieben 200 Meter bis zur Badestelle. Hier ist meine Unterkunft. Aber man kommt hier nirgends wirklich ans Wasser ran durch die Salzwiesen. Es ist ebenfalls eine Lüge von Nova Sul, was da in der Beschreibung steht. Hier sind nur Salzwiesen. Dahinter ist halt das Watt. Und nirgends die Chance, direkt ans Wasser zu gelangen. Ein kleiner Schock war zum Beispiel als erstes auch schon mal die Sache mit dem WLAN. Ihr könnt hier sehen, welches WLAN es gibt. Und das steht auch schon da, falsches Passwort. WLAN im Ferienhaus. Bitte verwenden Sie diese Information, um sich mit dem WLAN im Ferienhaus zu verbinden. Navn. Das heißt Name, hätte man auch auf Deutsch schreiben können. Dann FTTH-WH1888. Code, kann ich nicht aussprechen. Des Weiteren steht dann da, Router befindet S10006 Por First Saal Ireol Back. Trappan. Das heißt so gut auf Deutsch, der Router befindet sich in S, also in der Ferienunterkunft S10006, oberstes Geschoss, im Bücherregal oder hinter dem Bücherregal bei der Treppe. Warum schreibt man das erstens nicht auf Deutsch? Warum es zweitens
der Router wo völlig wo ganz woanders. Denn ich bin S10007. Des Weiteren gibt es dieses WLAN hier gar nicht. Ihr habt ja gesehen, habe ich ja eingeblendet, welches WLAN es hier nur gibt. Ja, das ist erstmal das Erste, wo ich dachte, okay, kann man aber notfalls mit leben. Ihr habt das, denke ich mal, gerade gesehen, als ich es eingeblendet habe, welcher Ferienwohnung ich mich befinde. Da stand unten drunter dann auch, dass es hier einen Außenpool gibt, der aber privat ist für die, eine andere Wohnung, nur für eine einzige Ferienwohnung. Und die anderen dürfen da nicht rein. Ich finde sowas erstmal sehr diskriminierend und sehr, sehr lächerlich. Vor allem, wenn man, wie ich, momentan alleine, ganz alleine auf diesem ganzen Areal hier bin. Hier steht es nochmal, Privatpool nur für Gäste, Apartment S10004. Und das ist wohl eines von da oben. Die Terrasse, beziehungsweise der Außenbereich, lässt auch sehr zu wünschen übrig. Man denkt, hier ist wirklich schon Ewigkeiten keiner mehr gewesen. Hier liegen auch Kippen rum, die nicht von mir sind. Das Gras sprießt fröhlich durch die Ritzen. Alles in allem nicht wirklich sonderbar einladend. Über die Gartenmöbel möchte ich jetzt kein Wort verlieren. Also das ist auch, naja, der fällt zusammen. Hier, man sieht es, der ist weggerostet. Und dreckige Fenster, auf denen noch Klebereste von Krepppapier sind. Undichte Fugen. Holz, was seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch schon keinen Farbanstrich mehr gesehen hat. Schrauben gucken raus. Bei der Eingangstür wird es nochmal richtig interessant. Hier klebt noch das Krepppapier drauf. Bauschaum ist schon verrottet. Die Fuge ist offen. Die Wand, ja, könnte ein bisschen Putz vertragen. Und natürlich auch Farbe. Da ist auch nichts. Hier sieht man schön. Mit Endreinigung 6 Tage 410 Euro. Das ist viel zu viel Geld, was man für, was man für sowas Lausiges hinblättern muss. Außen zum Beispiel. Also es ist nicht einladend, nicht freundlich. Also mein erstes Fazit war nach dem Ankommen und Besichtigung des Außenbereichs. Okay, ist jetzt nicht so hügelig, wie man es sich vorgestellt hat. Geht noch. Auch mit der Sache mit dem WLAN ist noch nicht so dramatisch. Aber es wird gleich noch besser. Seht und staunet, was dann gleich passiert. Ein Grund unter anderem war, warum ich diese Unterkunft gebucht habe, weil die Fotos auf der Seite von Novasol vielversprechend aussahen und die Beschreibung hat gut gepasst. 200 Meter bis zur Bademöglichkeit, bis zum Wasser, was ja eine Lüge war im Nachhinein. Also es sind 200 Meter bis zum Wasser, aber man kommt nicht ans Wasser ran. Habt ihr ja gesehen, warum. Und der zweite Grund, warum ich dieses oder warum ich angetan war von dieser Unterkunft, war der Whirlpool. Wir gehen jetzt mal rein ins Badezimmer. Ich mache mal das Licht an. Das habe ich erst etwas später im Dunkeln mitgekriegt. Von den 5 Lampen, ihr seht es, funktioniert nur eine. Machen wir erstmal weiter mit dem Whirlpool. Nach der langen Reise
von zu Hause über Schwerin bis hierher, wollte ich natürlich unbedingt den Whirlpool testen am ersten Abend. Voller Freude bin ich hier rein und was war das Ende vom Lied? Ha, verarscht. Ja, zum einen der Deckel, der backt wie Sau, da bleibt man dran kleben. Das ist abartig widerwärtig. Hier sieht man es auch weggebrochen. Versifft. Hier ist das Dingens auf und zu. Funktioniert nicht. Die Düsen keimig. Und es fehlt ja sogar das Aggregat, wo man den Whirlpool starten könnte. Kein Duschvorhang da. Kaum das Wasser aufgedreht. Wimmelte es hier von Kakerlaken. Das ist absolut unhygienisch, das ist widerwärtig, das ist ekelhaft, ekelerregend. Das ist, oh, auf Deutsch gesagt. Aber mehr wie Dislike. Zum anderen ist dann auch, als ich geduscht habe, das Wasser ist nicht abgelaufen. Und ich denke mal, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte dann auch keinen Appetit nochmal. Also ich habe zweimal geduscht und dann hatte ich die Schnauze voll. Glücklicherweise war es nicht so warm, dass man so sehr geschwitzt hat. Das ist, und ich war allein unterwegs, da war es erträglich. Katzenwäsche hat gereicht. Nee, tagelang stand dann das Wasser hier drin, ist nicht abgelaufen und es wurden immer mehr Kakerlaken. Ein weiteres Minus gibt es im Schlafzimmer. Es gibt keine Möglichkeit, Sachen in einen Schrank zu räumen. Man lebt aus der Tasche und ich sag mal, für 6 Tage mag es gerade noch gehen, es ist aber auch scheiße. Man kann nichts auf den Boden stellen, wegen den Kakerlaken. Man muss alles auf diesen Stuhl oder halt hierher. Ein weiteres Highlight war auch die Küchenzeile. Es ist dunkel hier, weil die Dunstabzugshaube nur Attrappe ist. Es gibt keine Lampe hier hinten. Oder es gibt zwar eine Lampe, höchstwahrscheinlich. Aber hier das Modul, wo die Schalteinheit ist. Für Lampe und für Dunstabzug allgemein ist nicht vorhanden. Also wenn man kocht oder brät, zieht alles schön in die Hütte rein. In der Beschreibung für dieses Haus stand unter anderem auch drinnen, es würde ein 30 Liter Tiefkühlfach geben. Aus dem Grund hatte ich auch Fleisch, tiefgekühltes Fleisch mitgebracht, war nicht vorhanden. Funktioniert auch nicht, das ist eine riesengroße Sauerei, weil dadurch verrecken Lebensmittel. Wasserkocher ist auch sehr, der ist schon museumsreif. Den kann man nicht so abziehen einfach, nee, funktioniert nicht. Und hier hoch, das ist, dass man das so einfach, ja, fällt der Deckel ab. Entschuldigung. Und dann auch, boah. Da nicht genug Platz war in den Schränken, musste ich auch mein ganzes Gedöns hier auf den Boden stellen. Und aus dem Grund muss ich jetzt beim Packen alle die Körbe ausräumen, alles nachgucken. Nicht, dass ich Kakerlaken mit nach Hause schleppe. Das ist eine Katastrophe, ist das. Hier sieht man sie jetzt wunderschön. Wie sie unter der Kiste waren. Das ist einfach nur ekelhaft. Das ist in der Küche. Furchtbar. Und ich habe es befürchtet, in meiner Tasche, in der die Kartoffeln und die Zwiebeln drin sind,
Da herrscht freudiges Leben. Ich kann den ganzen Scheiß jetzt wegschmeißen. Kann ich nicht mit nach Hause nehmen. Hier ist er. Hier. Furchtbar. Ey, das ist widerwärtig, abartig. Man hat auch gar nicht dann richtig Appetit, was zu essen. Wenn überall hier die Fichte rumkrabbeln. Ein weiteres Highlight jeden Tag war das Abwaschen. Wenn man abwaschen will, altmodisch, braucht man einen Stepsel fürs Waschbecken. Das ist ja richtig, ne? Kein Stepsel da. Das geht nicht. Das ist Bullshit, ist das. Weiß nicht, was das ist. Das ist so ein kleines Gummidingens. Warum ist das nicht da? Wieso? Ja, was musste ich da machen? Ja, da musste ich wieder ins Bad gehen und hier drin abwaschen. Da ich ja in der Unterkunft kein WLAN hatte und so auch nicht nochmal auf die Novasol-Seite gehen konnte und das Haus raussuchen konnte und euch zeichnen konnte, mache ich das jetzt von zu Hause aus. Bin gestern wieder nach Hause gekommen und jetzt habe ich natürlich Internet. Und so kann ich euch jetzt mal die Seite von Novasol zeigen, wo das Haus angepriesen wird. Jetzt geht's los. Hier sieht man, in der Badewanne ist Wasser drin und hier gibt es auch diesen Duschvorhang. Was bei mir, Duschvorhang hat ja gefehlt und Wasser-Badewanne ging ja gar nicht. Hier sieht man aber auch schon auf den Bildern 1, 2, die nicht gehen, also 3, 4 dann und die 2, die nur gehen. Ja, und da kam ich ja nicht ran ans Wasser. Verbringen Sie einen erholsamen Urlaub mit fantastischem Meerblick vom Grundstück dieser komfortablen Ferienwohnung. Gut, Meerblick war vorhanden, komfortable Ferienwohnung, das ist eine glatte Lüge. Machen Sie es sich mit Ihren Lieben in der modernen Ferienwohnung bequem, die mit ihren hellen Räumen sowie einer geschmackvollen Einrichtung, nächste Lüge, und dezenter Farbgebung der ideale Ort ist, um im Urlaub so richtig zu entspannen. Bereiten Sie in der Küchenzeile ein leckeres Frühstück zu und stärken Sie sich für einen erlebnisreichen Tag. Treten Sie ins Freie und genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen auf der Terrasse bei einer Tasse Kaffee. Später können Sie auf dem mit anderen Gästen geteilten Grundstück entspannen, sich am wunderbaren Blick auf das Meer erfreuen. Dazu muss man ja erwähnen, dass dieses Grundstück, zum Beispiel, dass man den Pool ja nicht betreten durfte durch dieses Ferienhaus. Gehen Sie die paar Schritte zum Strand und lassen Sie sich von der unendlichen Weite des Wattenmeers verzaubern. Gut, der Rest ist jetzt uninteressant. Das ist ja schon die nächste Lüge. Gehen Sie die paar Schritte zum Strand und lassen Sie sich von der unendlichen Weite des Wattenmeers verzaubern. Also bitte Novasol. Ich bin die paar Schritte gegangen, ich kam nicht an den Strand ran. Na, was soll das? WLAN. Hatte ich mich ja schon ausgelassen drüber. Zimmer, Küche, warm, kaltes Wasser, ja, war vorhanden. Badezimmer, WC, warmes und kaltes Wasser, Dusche und Badewanne, also Badewanne hat nicht funktioniert und Dusche war kein Duschvorhang da. Dunstabzug war da, funktionierte aber, ja, wie gesehen, nicht. Kühlschrank war vorhanden, genau.
Tiefkühlschrank 30 Liter. Das ist ja auch die nächste Lüge, war nicht vorhanden. Entfernung zur nächsten Bademöglichkeit. Und hier steht es ganz genau, 250 Meter Wattenmeer. Eine glatte Lüge. Veröffentlicht am 10. Oktober 2023. Wir waren eine Woche in dieser Wohnung und anfangs geschockt. Gebucht unter anderem mit WLAN, deutschen TV und Gefrierschrank. Nichts davon vorhanden. Die Dunstabzugshaube ist defekt, nicht nutzbar. Und im Schlafzimmer hängt die Steckdose aus der Wand. Gut, das war bei mir nicht. Also mit der Steckdose war bei mir nicht. Der Duschvorhang umhüllt lediglich die halbe Dusche. Die hatten wenigstens noch einen Duschvorhang gehabt. Ich hatte ja keinen Duschvorhang mehr. Sodass das Bad nach jedem Duschvorgang schwimmt. Da sind wir aber wieder auf einer Wellenlänge bei mir. Es war ja dann auch Überschwemmung regelmäßig. Der Duschabzieher war schwarz vor Schimmel. Denke mal wohl, das wird derselbe noch gewesen sein. Aber gut, das war bei mir dann auch nicht. Als wir die Wohnung bezogen hatten, hatten wir kein einziges Trinkglas. Diese wurden erst am dritten Tag gebracht. Gläser waren vorhanden, beziehungsweise ich hatte ja mein eigenes Trinkhorn mit. Buchung leider nicht empfehlenswert. Ich schließe mich diesem Kommentar an zum Schluss mit dem letzten Satz. Buchung definitiv nicht empfehlenswert. Das Vogelgezwitscher ist vom Feinsten. Gefällt mir. Trotz alledem habe ich das Beste draus gemacht. Beziehungsweise, ich musste ja das Beste draus machen. Und der Ansporn war sehr groß, sehr zeitig am Tag dann loszufahren, um dieses, wie soll man es nennen, Moloch zu verlassen und auf Tour zu gehen. Mit dem Wetter hatte ich Glück gehabt. Die ganze Zeit auf Tour hat es nicht geregnet. Ja. Wenn es geregnet hat, war es vorher oder danach. Aber das ist ja dann egal. Und ich habe viel erlebt, viel gesehen. Viele interessante Plätze der Wikinger erleben dürfen, die schon ewig lange auf meiner Wunschliste standen. Und aus dem Grund mache ich trotzdem ein Skål på Vikinge und Skål på Danmark. Skål. Nun ist der kleine Film über diese fantastische Ferienunterkunft in Høya. Emmerlevs Klef 6 auch schon zu Ende. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Lichterwelt on the Road und nicht Lichterwelt kritisiert. Dankeschön. Ach so. Kommentieren, liken, den Kanal weiterempfehlen. Er wird unten eingeblendet. Ist natürlich erlaubt und wird natürlich auch von mir verlangt. Dankeschön. Okay.